Der Start erfolgt. Die beiden Trainingsschnellsten kommen gut weg. Mit dem blauen Auto, das ist Marcel Thiemann. Mit dem anderen Auto mit der Startnummer 1, Timo Kluck. Die beiden biegen gleich als Erste in die erste Kurve hinein. Alles geht sehr gut in der ersten Kurve, die in Hockenheim schon sehr, sehr viele Unfälle produziert hat. Gleich mit einem kleinen Vorsprung mit dem blauen Auto Marcel Thiemann, der also seine Pole Position hat nützen können. Dahinter Timo Kluck und dann wird bereits heftig um die dritte Position gekämpft. Ein Kampf, der sich im Laufe des Rennens noch weiter fortsetzen sollte. Und hier geht es eng zu, auch zwischen Mario Münch mit der 10 und dem Engländer James Rhodes. Hier wird das Duell um den 5. und 6. Platz zwischen Mario Münch mit der Startnummer 10 in dem bunten Auto, gefolgt von dem Briten James Rhodes auf diesem bläulichen Formel Renault. An der Spitze da alles beim Alten. Marcel Thiemann mit der Nummer 19 weiter in Führung, aber Timo Kluck bleibt dran mit der Startnummer 1. Die beiden fuhren ein einsames Rennen, konnten sich absetzen von den Verfolgern, fuhren schnellere Rundenzeiten. Die besondere Schwierigkeit in Hockenheim, das kennen Sie von der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, diese vielen Überrundungen auf dem kleinen Kurs, und das sollte im Laufe dieses Rennens noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Hier aber der Kampf um den dritten Platz mit der Startnummer 12, das ist einer der Belgier, Jean-François Emrull, seit 1990 fuhr er in der Formel Ford, dann in der Formel Opel, ist jetzt in die Formel Renault eingestiegen. Und nun ein Blick zurück in das hintere Feld, und das ist besonders interessant, das war entscheidend für dieses Rennen. Da kämpften Bernhard Schreiner mit der Startnummer 3 und Klucks Teamkollege Sascha Joib um hintere Positionen. Hier fährt Kluck vorbei an seinem Teamkollegen, will dann angreifen Bernhard Schreiner, der macht aber die Tür zu, weil er denkt, er kämpft noch mit der Startnummer 6. Immer wieder versucht es Kluck vorbei anzufahren an Bernhard Schreiner, der macht die Tür immer wieder zu, fährt zickzack und dadurch kommt Marcel Thiemann immer näher heran, überholt ihn dann, da stand leider Gottes keine unserer Kameras, Führungswechsel verursacht durch den überrundeten Fahrer Bernhard Schreiner. Dann die Sachskurve. Thiemann geht vorbei an den Überrundeten, der hat inzwischen vielleicht sein Missgeschehen begriffen, guckt rüber, sieht Timo Kluck mit der 1, sieht, dass er ihn verwechselt hat mit dessen Teamkollegen. Das hat das Rennen entschieden. Da hilft natürlich nach dem Rennen alles entschuldigen, nichts mehr. Timo Kluck zurückgefallen hinter Marcel Thiemann auf Platz 2. Ein weiterer Ausritt, Hans-Joachim Ritter, er dreht sich, Ausgang Urouge. Das Ganze geht aber glimpflich ab. Zurück zur Spitze. Es wurde spannend zwischen Olivier und Emrull, der übrigens ganz in der Nähe von Spa-Francorchamps zu Hause ist. Olivier kann aber zunächst einmal die Attacke seines Landsmannes abwehren. Und dann geht es hinunter zu Urouge. Man sagt, an dieser Stelle kann man nicht überholen. Emrull räumt mit diesem Vorurteil auf, geht vorbei an Olivier, ein gewagtes Manöver. Aber Olivier gibt sich nicht geschlagen. Er hängt sich in den Windschatten und geht in der Bergaufpassage längsseits mit Emrull. Nebeneinander fahren sie die Schikane an. Musik.